Hallöchen und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Ni no Kuni. Wenn ich etwas komisch klinge, liegt das daran, dass ich noch ein bisschen angeschlagen bin von einer Erkältung. Ich hatte aber trotzdem Lust, mal wieder aufzunehmen, weil ich es auch schon wieder länger nicht gespielt habe. Und es ist ja bekanntlich nicht so einfach, wieder in ein Spiel reinzukommen, wenn man es länger nicht in der Hand gehabt hat. Gut, fangen wir mal an. Beweise im Tempel der Prüfung, dass du würdig bist. Ah, ich erinnere mich. Ja, wir haben ja jetzt Esther, heißt sie. Ist jetzt uns beigetreten, eigentlich ihr Vater auch. Den sehen wir unlinks jetzt aber nicht in der Leiste. Seltsamerweise. So, wie geht das nochmal mit der Steuerung hier? Aha, okay. Ich muss kurz wieder reinkommen. Wir haben ein Täschchen, da haben wir Sachen drin. Das ist auch noch soweit alles okay. Ich glaube nicht, dass wir noch irgendwas kaufen müssen. Wir haben ja in der letzten Folge unsere Vertrauten ein bisschen, ja, editiert. Angepasst, ausgerüstet, was auch immer. Schauen wir mal, ob das jetzt irgendwas beigetragen hat. Ich muss mich an dieser Stelle nochmal entschuldigen. Vielleicht ist es auch gar nicht so vielen aufgefallen, aber es hat mich beim Schneiden so genervt. Ich habe das Mädchen in Ollis echter Welt immer Myrtle genannt. Und man hat es eigentlich auch im Englischen immer gehört, Myrtle hätte es heißen müssen. Es hat mich tierisch genervt, ey. Es hat keiner von euch geschrieben. Wahrscheinlich ist es auch keinem aufgefallen. Ich muss aber trotzdem sagen, weil haben sich die Nackenhaare hochgestellt, immer wenn ich das gesagt habe. Aber ja, wie es nun mal so ist, in der Aufnahme checkt man vieles nicht. Man merkt es erst im Nachhinein. Und ja, das war mal wieder so ein Fall. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal vor die Tür, denn wir haben ja aus diesem Grund hier gespeichert. Und ich bin mal gespannt, wie sich das zu Zweitkämpfen jetzt äußert. Das kenne ich nämlich auch noch gar nicht. Al-Kuwait, der Vater ist auch da. Der Stechem ist da hinten. Falsch. Kann ich mir noch eine Karte anzeigen lassen? Ach ja, R1 steht ja da. Für Blöde steht's dran. Okay. Tja, einen großen Umweg würde ich, glaube ich, auch gerade gar nicht machen. Wir kommen von da oben, ne? Genau, aus dem Wald, aus dem Forst der Fülle, glaube ich. Ich würde sagen, wir machen keine großen Umwege. Es wird sich schon alles im Laufe der Story offenbaren, was es hier noch zu entdecken gibt. Oh. Das ist das erste Mal seit Jahren, dass ich aus Al-Kuwait rauskomme, Oliver. Haha, und es scheint dir zu gefallen. Esther, der Zweck dieser Reise ist es, die Prüfungen abzulegen. Da hast du recht, Mann. Das ist hier doch keine verflixte Vergnügungsreise. Na los, Beeilung. Schon gut, schon gut. Du gehst voraus. Das höre ich gern. Na dann mal los. Ge Warte mal. Hat der Sand sich da drüben gerade bewegt? Oh ja, Mann. Das ist ein Monster, oder? Wo denn? Ich sehe gar nichts. Alles klar, Olli. Weil du jetzt gemeinsam mit Esther kämpfen wirst, sollte ich dir besser ein paar neue Kniffe beibringen, was? Wenn du möchtest. Seid ihr zwei bereit? Ja. Welcher Sand hat sich bewegt? Ach, Oh. Jetzt können du und Esther zusammen kämpfen. Doppelt gemoppelt. Schick. Wo ihr nun zu zweit seid, kannst du bei Kampfbeginn mit L1 oder R1 festlegen, wer das Sagen hat. Okay. Probier es einfach mal aus, ja? Mach schon. Wähle Esther aus. Okay, habe ich gemacht. Jetzt hat Esther das Kommando. Siehst du? Sie ist jetzt das, was wir Anführer nennen. Und der Anführer kann alle rumkommandieren. Siehst du den Taktikbefehl da unten? Ja, sehe ich. Ja. Soll ich da hingehen? Damit kannst du deinen Kumpels sagen, was sie zu tun haben. Kinderleicht. Um im Kampf den Anführer zu wechseln, drückst du L1 und gleich darauf hoch oder runter. Och, das kann ich mir doch wieder nicht merken. Dann mal los, ihr zwei Helden. Zeigt, was ihr auf den Kasten habt. Dem Kasten. Ich verschlucke manchmal Buchstaben, es tut mir leid. Entladung, Angriff. Taktik. Eigenständig, eigenständig. Okay. Voller Einsatz und. Ach du Schande! Nichts tun, ja. Oh, heilen, das ist ja nett. Aber will ich denn die olle Esther als Anführerin haben? Ich glaube nicht. Tritralala. Was ist das denn? Ach, sie heilt, das ist nett. Taktik, wie sieht's denn aus? Ich glaube, wir überleben das alle ganz gut. Ach, aber die Esther.
kämpft sie selber? Ach, dann können aber nicht die Monster... Autsch. Ich bin gerade überfordert. Können wir dann nicht doppelte Monster einsetzen? Schwächsten Gegnerziel des Anführers angreifen? Nö. Okay, boah. Eigenständig. Voller Einsatz. Ich denke, naja, dann haut der wahrscheinlich volle Kanne drauf. Unterstützung ist wahrscheinlich Support. Also unterstützende Zauber, heilen... Keine Tricks, nichts tun. Keine Tricks ist dann draufhauen. Sei mal eigenständig. Wie kann ich da? Also ganz. Ganz bin ich damit noch nicht. Ein Stromschlag verursacht Sturmschaden bei einem einzelnen Gegner. Versuchen wir es mal. Okay, nice. Lauf, 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 lauf. Abbrechen. Ach, der Olli hat sich schon. Der alte Raffzahn. Ich bin ein bisschen überfordert. Okay, geheilt sind wir schon wieder. Hau einfach drauf. Ich bin überfordert. Gib mir das, gib mir das. Meins. We did it. Ja, irgendwie. Muss das so kompliziert sein? Oh, jetzt darf ich nie wieder Spielpausen machen, sonst komme ich da überhaupt nicht mehr hinterher. Ja, irgendwie haben wir Geld und Erfahrung bekommen. Gut gemacht, Oliver. Deine magischen Fähigkeiten sind wahrlich beeindruckend. Genau wie dein Geschick, ich habe Wort gelesen, genau wie dein Gesicht. Genau wie dein Geschick im Umgang mit deinem vertrauten Tochter. Hihi, ich tue mein Bestes. Weißt du, Oliver, ich würde zu gern mal mit deinem Vertrauten kämpfen. Was? Hä? Geht das denn? Natürlich. Dazu musst du lediglich deinen Vertrauten wechseln. Nö. Wähle einfach Freunde und Vertraute im Hauptmenü aus. Glaub mir, das ist wirklich ganz einfach. Wähle einen Vertrauten aus, drücke Viereck und lege dann fest, wo er hin soll. Mach das einfach und wir können Vertraute austauschen. Wow, das ist echt super. Ich wusste nicht, dass das geht. Hihi. Muss ich nur so doof lachen? Ja, wenn du willst, kannst du auch die Kontrolle über meinen Broiler übernehmen. Oliver. Heißt der Broiler oder Broiler? Jeder kann nämlich mit einer bestimmten Art von Vertrauten besonders gut umgehen. Wenn du die richtigen Vertrauten einsetzt, kämpfen diese auch viel besser. Mit welcher Art von Vertrauten du besonders gut auskommst, findest du heraus, wenn du im Hauptmenü Freunde und Vertraute auswählst. Gut, genug geplappert, ihr beiden. Wir müssen zu diesem Tempel der Prüfung, alles klar? In der Tat, er liegt nordöstlich von Schimmersand. Ich schlage vor, wir brechen sofort auf. Okay. Überfordert. Der Tempel der Prüfung. Alles klar, alles klar. Nee, eigentlich ist nicht alles klar. So. Freunde und Vertraute. Wo sehe ich das denn, mit wem ich super auskomme? Wo sehe ich das? Ich analysiere gerade. Sprossi kann ich auch irgendwann mal einsetzen. Tricks. Ausrüstung. Ich... Sorry für diese Geräuschkulisse gerade. Ich komme da gerade nicht so mit. Will dir nicht mal ein Wichtel geben. Deswegen ist der viel stärker. Wir versuchen es mal. Ich hab's nicht. Ich verstehe es nicht. Also, sorry, wenn ich mich da ein bisschen blöder anstelle, aber so ganz schnall ich das Prinzip noch nicht. Aussetzling, wie gemein. Funkenfakir. Nö, lass mich mal machen. So. So, ah. Sieh doch 2-1. Das haben wir vorhin nicht gemacht. Das war zu schnell. Dein Vieh ist scheiße. Jetzt liegt er da. Ist da... Würdest du, was macht den Tri-Tralala? Der fetzige Rhythmus dieser Melodie regeneriert einen kleinen Teil der Lebenspunkte eines Verbündeten. Ich bin fast tot. Kannst du mich... Nein. Ich brauch das da hinten.
Achso, ich bin ganz alleine. Das ist natürlich super. Stopp. Kann ich mich wiederbeleben? Auch der Olli, wie der da hinten liegt. Nö, kann ich gar nicht. Das war ja mal wieder typisch. Wieso müssen die das immer so kompliziert machen? Ich verstehe das alles doch noch nicht. Jetzt sei mal nicht so. Diese Tastenbelegung, das ist eine Unverschämtheit. So, komm mal rein jetzt. Mach ihn platt. Ich muss mich mal kurz ein bisschen, wieso kann ich... Oh, ich kann... Ja, mir tut's auch leid. Ey, ich bin komplett überfordert. ja. Wir haben noch nicht... Du wirst hier so viel Geld. Bist du sicher? Nö. Wir gehen zurück zum Startbildschirm. Wir haben noch nicht viel gemacht. Wir machen den einen Kampf nochmal. Vielleicht ist das Tutorial gar nicht so schlecht. Das ist viel zu viel. Ich will deinen blöden Pinguin nicht. Der ist voll schwach. Ich kann mich nicht... Ich krieg's ja nicht mal hin, mich auf Olli und meinen Verbündeten zu... Vertrauten zu konzentrieren. Wie soll ich mich denn dann auf noch andere Leute konzentrieren? Das ist so unfair. Ach, meine Nase tut ein bisschen weh. Bin quengelig, weil ich krank bin. Nein, kein Mitleid. Alles gut. Ich bin... hart. Ich bleib beim Olli, die Esther soll machen, was sie will und soll einsetzen, was sie will. Es ist mir relativ egal. Ich muss das ja irgendwie selber... Guck mal, ein Starmie da hinten. Ja, ja, bla, bli, bla, blu, bla, bli, blu. So. Bitte nochmal für Dumme. Come on! So. Ja, Esther will ich aber nicht. Ich muss aber Esther auswählen. Quatsch doch nicht gleichzeitig. So. Ah, ich kann auch nur sie. Ja. Da, ja, habe ich gelesen. Mach mal voller Einsatz. Boah, dieses Menü, ne? Es ist einfach zum Kotzen ein bisschen. Ich bin schon wieder überfordert. Stopp! Kann Olli vielleicht auch mal Wichtel einsetzen? Bitte. Ich bin schon wieder. Irgendwem tut irgendwas weh, ich höre das doch. Ach, Wichtel pennt. Oh, es ist einfach zu viel. Spiele ich nicht mehr. Ein bisschen öfter. Olli, lauf weg. Oh, du kennst, das ist sehr gut. Ich muss auch ein bisschen mehr in Bewegung bleiben. Das ist sowieso mein Problem. Dass ich das generell nicht so gerne mache. Ihr tut mir weh. Definitiv kein guter Plan, noch sowas wieder einzusetzen. Komm, machen wir nochmal. Ciao. Kacke. Wir setzen nochmal lindernde Hand ein. Haben fast überhaupt keine MP mehr. Das ist hervorragend.
So, Wichtel, jetzt hau dir nochmal auf die Schnauze. So, fertig, sehr gut. Ich muss da echt irgendwie den Überblick behalten. Ich bin eigentlich immer so jemand, der gerne einfach mal nur so draufkloppt, ohne irgendwelche Strategien und Taktiken. Und man merkt, dass das hier überhaupt nicht greift. Ja, echt super gemacht. Das ist ja jetzt tot für immer. Gut gemacht, Olli. Alle sind tot. So. Ich gebe mein Bestes, nicht zu sterben. Nee, ich tausche mit dir nicht. Sorry. Kannst vergessen. Ja, ja, super. Toll. Ja, blablabla. Nein. Ich bin sehr enttäuscht. Esther ist wieder... Ja, nicht fit. Kann ich uns denn nochmal... Gibt es hier überhaupt so einen... Doch, hier gibt es irgendwo einen Speicherstein. Klar. Dann muss ich doch wieder geheilt werden. Bin ja echt weit gekommen. Gibt es doch, oder? Da hinten. Nee, oder? Nee, das ist nur so ein Schnellreisedings. Schau mal. Das ist echt praktisch. Oder auch nicht. Kann ich mich jetzt nicht heilen? Muss ich irgendwas dafür machen? Ich bin gerade schon wieder etwas... Oh, es tut mir so leid, dass ich so verbaselt bin. Ich will aber jetzt nicht meinen ganzen Proviant dafür aufbrauchen. Und die Esther verreckt mir ja hier schon fast. Oh. Hier, nimm alles, was ich besitze. Du hast nicht genügend MP. Kann ich meine Taktik jetzt schon einstellen eigentlich? Nee, oder? Ich speichere jetzt nochmal. Falsch. Boah. Ich hoffe, wir verrecken jetzt nicht so oft. Weit gekommen sind wir ja noch nicht. Oh, das ist echt schwer. Die Esther soll machen, was sie will. Ich kann mich echt nur auf mich konzentrieren. So, hinten. Ich wollte von hinten angreifen. Toll, was darf der? Ein Garstiger. Bitte wett. Okay, okay. Es ist etwas gemein. Esther, du machst, ne? Ich kann mich nicht... Oh, boah, ey, du bist so ein dummes Vieh, ey. Sorry, aber... Wie soll ich das denn jetzt immer alleine machen? Willst du mich verarschen? Soll ich durchrennen? Kacke. So, Ziel des Anführers. Ich würde sagen, wir machen das immer schön. Du machst Unterstützung. Heilen. Ich hoffe, der merkt sich das. Ich weiß nicht, was das bringt, wenn ich das jetzt so einsetze. Aber... Lass mich! Einer ist ja schon weg. Das ist ja gut. Ich find's super. Ich dachte, der macht irgendwie so ein... Au, der hat mir auf den Arsch gehauen. Okay. Kacke. Das ist so kacke. Es ist einfach kacke. Das ist eigentlich kein fieses Spiel, aber ich kriege es echt nicht hin. Echt, ich wurde besiegt, ist mir gar nicht aufgefallen. Danke für den Tipp. Diese Aufnahme macht keinen Sinn. So, nee, ich habe ja clevererweise gespeichert. Das ist echt beknackt. Ich überlege gerade, ob ich nochmal irgendwo in... Ja, weiß nicht, ob eine andere Ecke Sinn macht, wenn ich jetzt in die andere Richtung laufe, um da noch ein bisschen zu leveln, aber ich bin definitiv überfordert. Ich kann mich nicht auf alles konzentrieren. Ich habe doch so schon Schwierigkeiten. Ich bin alt. So, setze ich mich mal ein bisschen bequemer hin. Ich nehme jetzt schon 20 Minuten auf und ich habe noch nichts geschafft. Das ist tragisch. Keine MP. Nein! Oh, ich wollte der blöden Esther ein Brötchen geben.
tausche garantiert keine. Dieses Spiel, also. Ich kann doch nicht. Ich bin ein bisschen weit weg vom Mikro. Ich kann doch nicht die Einzige sein, die so Probleme damit hat. Ich laufe jetzt außenrum. Nein! Nein, frontal wenigstens. Jetzt nicht wieder fünf. Danke, zwei wenigstens. Come on, you guys! Come on, you guys! Ja, komm, Wichtel. Du bist mein. Stopp. Ich brauche Taktik. Warum kann der Wichtel das nicht? So. Du machst heilen. Keine Ahnung. Angreifen. Auch echt immer meine Zeit. Es ist nicht so einfach. So. Her damit. Ja, bei drei Gegnern bin ich mir noch überfordert. Ja, man muss auf definitiv vorher eine Taktik sich ausdenken. Eigenständig ist vielleicht nicht ganz so clever. Und dann kriegt man das vielleicht einigermaßen hin, aber ich finde es alles andere als leicht, muss ich wirklich sagen.